In unseren Wäldern lebt eine bunte Vielfalt an Tieren. Manche sind uns sehr vertraut, andere weniger. Ein Tier glaubt jeder zu kennen. Nur bekommen es die wenigsten je zu Gesicht. Doch wie leben Dachse wirklich? Wenn wir genauer hinschauen, müssen wir so manches Vorurteil über Bord werfen. Anfang März gewinnt die Sonne von Tag zu Tag an Kraft. Noch ist es ruhig im Wald. Die meisten Tiere verschlafen den Winter, um Energie zu sparen. Nur Spuren im Schnee zeugen davon, dass der Bau nicht verlassen ist. Seine Bewohner verbringen die kalten Monate in ihrer gemütlichen Höhle und verlassen sie höchstens ab und zu. Das Herz der Dachse schlägt im gewohnten Rhythmus. Nur der Stoffwechsel ist stark heruntergefahren. Die großen Marder leben nun ausschließlich von ihren Fettreserven. Anders als ihr Ruf sind Dachse keine mürrischen Einzelgänger, sondern sehr sozial. Meist kuscheln sich mehrere Familienmitglieder zusammen. Das ist viel bequemer und besonders wichtig, wärmer. Endlich steigen auch draußen wieder die Temperaturen. Und der Wald erwacht zu neuem Leben. Die Wildschweine haben schon im Winter mit der Familienplanung begonnen. Ihre Jungen kommen meist im Frühjahr zur Welt. Die 2 Wochen alten Frischlinge sind im besten Spielalter. Vom Laufen zum Raufen. Alles wird trainiert, was man im Erwachsenenleben braucht. Die Jungen zeigen sich bereits als kleine Ramböcke. Später werden sie so mit dem Kopf voran gegen Rivalen um das Vorrecht bei der Paarung kämpfen. Raufen macht durstig. Und da kommt ihnen die wandelnde Milchquelle gerade recht. Jeder Frischling hat seine angestammte Zitze, die er immer wieder aufsucht. Bis die Mutter genug hat. Doch die Kleinen interessieren sich auch schon für feste Kost. Vielleicht hat die Wildschweinfamilie zu dieser Verwandlung beigetragen. Der Bärlauch verbreitet seine Samen über Erdreste an Tierfüßen. In wenigen Tagen sprießt er empor und verbreitet seinen typischen Knoblauchduft. Kaum 3 Wochen dauert die weiße Pracht. Bald wird der Frühblüher wieder verschwinden, wenn das Laub keine Sonne mehr durchlässt. Mit dem Mondaufgang endet für einen Waldbewohner eine sehr lange Zeit unter Tage. Zum ersten Mal seit vielen Wochen verlässt ein Dachsweibchen seinen Bau. Vorsichtig prüft es, ob die Luft rein ist. Mit relativ kleinen Augen sieht die Fee nicht gerade gut und vertraut eher ihrem Gehör und vor allem ihrer Nase. Ihr Geruchssinn ist bis zu 800 Mal feiner als der des Menschen.
Mit der Nase stöbert die Fee auch Fressbares auf. Und das ist jetzt besonders wichtig. Sie hat rund ein Drittel ihres Gewichts verloren und muss nun möglichst schnell wieder zu Kräften kommen. Was ist das? Keine Gefahr für sie. Ein Raufußkauzmännchen lockt sein Weibchen, um ihr seinen Brutplatz zu zeigen. Die verlassene Schwarzspechthöhle hat er schon vor einigen Wochen ausgesucht. Selbst können die kaum amselgroßen Käuze keine Höhlen meißeln und sind als Nachmieter auf den Specht angewiesen. Das Weibchen antwortet. Nur reinkommen mag es noch nicht. Die Vögel paaren sich jedes Jahr mit einem anderen Partner und müssen erst eine Bindung zueinander aufbauen. Das Präsentieren der Höhle gehört zum Balzritual. Immerhin hat sie sich schon näher herangetraut. Wird sie seine Höhle annehmen? Zumindest bleibt sie in Ruf und Hörweite. Kein schlechtes Zeichen. Der hungrige Dachs hat es gar nicht so leicht, satt zu werden. Noch sind erst wenige Schnecken und Insekten unterwegs. Endlich hat der Raufußkauz Erfolg. Seine Partnerin prüft die Höhle. Und bestätigt ihm: Hast du gut ausgesucht. Der Familienplanung steht nichts mehr im Wege. Doch erst einmal endet für die Nachtjäger ihr Tag mit der Morgendämmerung. Inzwischen hat der Frühling im gesamten Wald Einzug gehalten. Der Bau der Dachsfee liegt gut getarnt auf einer kleinen Lichtung. Von außen sind nur ein paar Löcher im Boden zu sehen. Ihre Souterrain-Wohnung ist mit 5 Höhleneingängen für einen Dachsbau relativ klein. Nach ihrem nächtlichen Ausflug macht sie sich in den frühen Morgenstunden erneut auf die Suche nach ein paar Leckerbissen. Sie hat viel aufzuholen. Bei Tageslicht ist die scheue Fee sogar noch vorsichtiger, bis sie sich schließlich hinaustraut. Lange darf sie nicht wegbleiben. Und das hat seinen Grund. In ihrem Bau hat sie 2 Junge zurückgelassen. Die Kleinen sind bereits 9 Wochen alt. Vorher wurden sie aus Rücksicht auf die junge Familie nicht gefilmt. Um keine Wildtiere zu gefährden, entstanden die Aufnahmen im Bau unter kontrollierten Bedingungen. Schon nach wenigen Minuten kehrt die Mutter zurück. Die Jungen nutzen die Gelegenheit, um sich zu stärken. Anders als bei Wildschweinen trinken die Jungen von allen Sitzen. Sie nehmen die, die ihnen gerade gut gelegen kommt. Ein voller Bauch macht müde.
Dachse sind wahre Spätentwickler und werden über 3 Monate lang gesäugt. Nächtliche Futtersuche und 2 nimmersatte Welpen zeigen Wirkung. Erschöpft schläft die Mutter ein. Eines der Jungen nutzt die Gelegenheit, um die große, weite Welt zu erkunden. Selten sieht man so junge Dachse außerhalb des Baus. Denn sie lernen überhaupt erst mit 8 bis 9 Wochen laufen. Doch lieber umkehren? Die Neugier ist stärker als die Angst. Die aufmerksame Mutter merkt schnell, dass etwas nicht stimmt. Wie ein Spürhund nimmt sie die Witterung ihres Jungen auf. So ein unbeholfener Welpe ist eine leichte Beute für Fuchs, Habicht und große Eulen. Und die Mutter weiß das. Endlich hat sie den Frechdachs erwischt und packt ihn am Nacken. Das Wort Frechdachs geht wahrscheinlich nicht auf den Dachs zurück, sondern auf den Dachshund, den frechen Dackel. Schwärmende Insekten sind der Startschuss für den Nachwuchs in der Vogelwelt. Vier Wochen alt trainiert der Schwarzspechtküken, wie es mit seiner langen, klebrigen Zunge die Insekten angelt. Blaumeisen sind wie auch die Käuze Nachmieter des geschickten Zimmermeisters. Bald schon wird der junge Specht die Höhle verlassen. Seine taubengroßen Eltern füttern ihn nur noch am Höhleneingang. Seine Zukunft und damit auch die seiner Nachmieter hängt davon ab, ob er ausreichend alte Bäume als Brutplatz findet. Auch in den unteren Etagen sind etliche Tiere auf Totholz angewiesen. Die scheue und seltene Wildkatze hat ihre Kinderstube in einem alten, ungenutzten Holzstapel errichtet. Sie lockt ihre Jungen heraus. Mit 4 Wochen ist es an der Zeit, dass sie das Versteck verlassen. Vorerst jedoch nur, um unter den wachsamen Augen der Katze zu spielen. Tapsigkeit zeigt sich schon ihre Kämpfernatur. Das Gerangel ist halb Spiel, halb Ernst. Anders als Dachse leben Wildkatzen nicht lange im Familienverband, was sich früh in ihrem aggressiven Verhalten zeigt.
Mutter lockt ihre Kinder in den Schutz des Holzstapels zurück, bevor sie erneut zum Jagen aufbricht. Die lange Balz des Raufußkauzpaares hat sich bewährt. Ein Küken ist bereits geschlüpft. Da die Käuze direkt nach der Eiablage mit dem Brüten beginnen und nicht erst wie einige andere Vögel, wenn das Gelege komplett ist, schlüpfen die Jungen nacheinander. Typisch für Eulen. Die Vorratskammer ist gut gefüllt. Dafür sorgt das Männchen, während sich seine Partnerin um das Füttern und Wärmen der Jungen kümmert. Trotz des Vorrates liefert das Männchen fast jeden Fang beim Weibchen ab. Das Verhalten macht durchaus Sinn. Bei schlechtem Wetter könnte es mit dem Mäusereichtum vorbei sein. Die Käuze leben fast ausschließlich von kleinen Nagern. Die jungen Dachse sind keine Säuglinge mehr und stöbern wie ihre Mutter im Laub nach Fressbaren. Im Alter von einem guten Vierteljahr erkunden sie regelmäßig das Umfeld rings um den Bau. Die Mutter hat sie nach wie vor im Blick. Diese Bindung bleibt noch lange bestehen. Wie für die meisten sozialen Tiere üblich, haben sich die jungen Dachse zu Spielkindern entwickelt, die sich viel miteinander beschäftigen. Plötzlich kommt ungebetener Besuch, den die Mutter sofort an seinem Geruch erkennt. Doch die Nachbarn gehen sich besser aus dem Weg. Dabei kommt es sogar manchmal vor, dass sich Fuchs und Dachs einen Bau teilen. Als Folge wurde der Dachs fast ausgerottet, als man im letzten Jahrhundert auch viele Dachsbaue im Kampf gegen die Tollwut begaste. Erst seit Impfköder für Füchse ausgelegt wurden, war die Gefahr für den Dachs gemahnt. Die Fuchswelpen entwickeln sich im Vergleich zu Jungdachsen wesentlich schneller. Bereits mit 4 Wochen können sie laufen und jetzt, 2 Wochen später, herumtollen. Geschwisterstreit ist an der Tagesordnung. Schon früh prägen Fuchswelpen ihre Persönlichkeiten aus. Die einen sind frech und mutig, andere eher zurückhaltend. Auch sie verschwinden lieber im sicheren Bau, wenn ihre Mutter wieder auf die Jagd geht. Im Alter von nun 2 Monaten sind die kleinen Wildkatzen noch immer von der Milch der Mutter abhängig. In den nächsten 3 Wochen werden sie nach und nach entwöhnt und sich zu kleinen Fleischfressern entwickeln. Ein gesunder Wurf ist etwas Besonderes. Wildkatzen besiedeln vor allem große, zusammenhängende Waldgebiete, die heute allerdings oft durch Straßen oder Siedlungen zerschnitten werden. Mit gerade mal 6.000 Tieren gilt die Wildkatze in Deutschland als stark bedroht und darf nicht bejagt werden.
4 Junge großzuziehen, ist für die alleinerziehende Mutter eine Herausforderung. Wildkatzen sind Einzelgänger und der Vater beteiligt sich meist nicht an der jungen Aufzucht. Wie sozial dagegen Dachse sein können, zeigt sich in einem anderen Revier. Früher dachte man, Meister Grimbart sei ein mürrischer Einsiedler, der zurückgezogen in seinem Bau lebt. Dabei ist er oft das genaue Gegenteil. Wo es Raum und Nahrungsangebot zulassen, zeigt er sich sehr gesellig und bildet Clans aus manchmal über 10 Mitgliedern. Neben einem erwachsenen Männchen sind die meisten Tiere Weibchen und Jungtiere aus mehreren Jahrgängen. Männliche Jungdachse allerdings müssen nach einem Jahr das Revier verlassen. Zwischen den Tieren bestehen enge Familienbande. So pflegen sie nach dem Aufstehen nicht nur sich selbst, sondern helfen sich gegenseitig, Schmutz und Parasiten aus dem Pelz zu entfernen. Die Dachse markieren einander mit einem Sekret der Analdrüse. Jedes Tier besitzt seinen eigenen Geruch. Und die Mischung aller Düfte sorgt für einen einzigartigen Familiengeruch. So können sie leicht Clanmitglieder und Eindringlinge unterscheiden. Ihre 3 cm langen Krallen eignen sich nicht nur zum Graben, sondern auch als Kamm. Ganz nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, wird nach der Körperpflege gespielt. Dabei geht es aber deutlich ruhiger zu als bei Familie Fuchs. Die Raufußkäuzchen sind inzwischen 4 Wochen alt und müssen nicht mehr von der Mutter gewärmt werden. Sie kann jetzt wieder selbst jagen und die Jungen füttern. Auch dem Männchen bleibt nun mehr Zeit, um für sich zu sorgen. Während der gesamten Brutzeit versichern sich die Partner immer wieder mit ihren Kontaktlauten, dass sie zusammengehören. Ihr für viele Eulen typischer Gesichtsschleier wirkt wie ein Parabolspiegel als Verstärker und verhilft ihnen zu ihrem ausgezeichneten Gehör. Die Großfamilie ist währenddessen auf Nahrungssuche. Dachse sind eher Sammler als Jäger und durchstöbern mit ihrer Nase den Boden nach allem, was sich an Fressbarem bietet. Im Frühjahr graben sie gerne nach Regenwürmern, im trockenen Sommer suchen sie dagegen nach Insekten, Larven oder ab und zu auch mal nach einer Maus. Typisch Allesfresser. Wenige Tage später hat einer der beiden Raufußkäuzchen die Höhle schon verlassen. Allein zurückbleiben will der Zweite auf keinen Fall. Dass ihre Küken das Nest verlassen, bevor sie fliegen können, ist typisch für Eulen. Sie werden noch mindestens 3 Wochen von den Eltern gefüttert.
In die Höhle kehrt nach dem letzten prüfenden Blick keiner der Vögel mehr zurück. Nicht nur alte Bäume und Totholz locken Waldbewohner an. Eine besonders wichtige Rolle im Ökohaushalt der Wälder spielt Wasser. Dank der Feuchtigkeit bilden sich dichte Farn- und Moosschichten, eine Lebensgrundlage für zahlreiche Tiere. Der junge Feuersalamander braucht stacheliges Moos, um seine alte Haut abzustoßen. In dieser Zeit muss er besonders vorsichtig sein, da er dann weniger giftiges Hautsekret produzieren kann, mit dem er Feinde auf Abstand hält. Mancherorts brechen seine Bestände aber aus einem anderen Grund zusammen. Ein aus Asien eingeschleppter Pilz kann für Salamander sehr gefährlich werden. Ist ein Tier davon befallen, bedeutet das seinen Tod. An heißen Tagen versammelt sich die Wildschweinrotte gerne in einem kleinen Waldtümpel. Hier können die Tiere nach Wasserpflanzen suchen und sich gleichzeitig abkühlen. Die besonders beim Keiler mächtigen Eckzähne dienen als Grabwerkzeug und Waffe zugleich. Schlammbäder helfen auch bei der Körperpflege. Mit dem getrockneten Schlamm fallen viele Parasiten ab. Im Hochsommer stecken die Männchen des großen Blaupfeils ihre Reviere ab. Großlibellen sind mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 40 Stundenkilometern die schnellsten Insekten der Welt. Sie können den Rückwärtsgang einlegen und perfekt manövrieren. Die Frischlinge vom Frühjahr sind kaum wiederzuerkennen. Sie haben ihre gestreifte Tarnfärbung komplett verloren und sehen jetzt schon aus wie kleinere Ausgaben der Erwachsenen. Noch immer sind sie sehr verspielt und trainieren so für das spätere Leben. Dann drängen die Erwachsenen zum Aufbruch. Auch wenn nicht jeder der Aufforderung nachkommt. Im Gegensatz zu Wildschweinen behalten Dachse ihre Streifenzeichnung ihr ganzes Leben lang. Was am Tag auffällig wirkt, verschmilzt nachts im Wechselspiel von Licht und Schatten. In den ersten Monaten, nachdem sie den Bau verlassen haben, folgen die Jungtiere den Alten und lassen sich von ihnen zeigen, wie und wo sie an Fressbares gelangen. Lernen durch Nachahmen. Dass sich die gesamte Familie im Hellen heraustraut, sieht man fast nur im Sommer mit seinen langen Tagen. Allein in den kurzen Nächten hätten sie jetzt viel zu wenig Zeit, um ausreichend Fressbares zu finden. Die jungen Katzen sind inzwischen 12 Wochen alt und entwickeln sich zunehmend zu echten Wildkatzen. Musik
Ihr Spiel bekommt eine aggressive Note. Von Geschwisterliebe ist nicht mehr viel zu spüren. Junge Hauskatzen sind in der Regel untereinander verträglicher, was nicht nur damit zu tun hat, dass sie Haustiere sind. Sie sind nämlich nicht die Nachfahren der europäischen Wildkatze, sondern der in Nordafrika beheimateten Falbkatze. Noch immer bleibt die Mutter in der Nähe ihrer Jungen, wenn sie draußen sind. Manchmal lassen die Kleinen ihr wildes Temperament auch an ihr aus. Das stößt bei ihr allerdings nicht auf Gegenliebe. Plötzlich taucht ein Nachbar auf. Da Dachse vorwiegend Nacht und die Katzen tagaktiv sind, begegnen sie sich eher selten. Zwar könnten die Marder sehr jungen Wildkatzen gefährlich werden, aber an der wachsamen Mutter käme er ohnehin nicht vorbei. Ihm bietet sich jetzt im Spätsommer eine weitaus ergiebigere Nahrungsquelle. Fallobst auf Streuobstwiesen. Davon wird der junge Dachsrüde magisch angezogen. Er musste seinen Clan verlassen, da ihn das dominante Männchen nicht mehr geduldet hat und sich nun allein durchschlagen. Auf der Suche nach einem neuen Revier spielt auch eine entscheidende Rolle, wie gut das Nahrungsangebot ist. Je nach Jahreszeit überwiegt mal der vegetarische, mal der fleischliche Anteil im Dachsmenü. Der Marder zeigt sich erstaunlich geschickt. Sich mit der Beute in ein Versteck zurückzuziehen, ist für viele Raubtiere typisch. Äpfel sind mit einem hohen Gehalt an Fruchtzucker ideal für den Dachs, um sich einen Speckgürtel für den Winter anzufressen. Der Holzstapel der Wildkatzen wirkt verlassen. Hoch in den Wipfeln ruht sich die Mutter von den anstrengenden Monaten aus. Sie hat sich von ihren Kindern entfernt, um sie zu ermuntern, sich von ihr zu trennen. Von oben herab beobachtet sie, wie ihre Familie auseinanderbricht. Ihre Kinder brauchen sie nicht mehr. Noch zögern die Kätzchen, Mutter und Geschwister zu verlassen. Der Weg ins Ungewisse fällt schwer. Aber dann gibt es kein Halten mehr. Jede Jungkatze macht sich allein auf den Weg, um ein Revier zu suchen. Sie werden sich höchstens zufällig noch einmal begegnen. Die Strategie der Mutter ist aufgegangen. Wie alle Wildkatzen kann sie sehr gut klettern und schafft die 10 Meter Höhenunterschied ohne Probleme.
Ein letztes Mal kehrt die Mutter zu ihrem Versteck zurück, um zu prüfen, ob alle ausgeflogen sind. Die Katze hat ihre Aufgabe erfolgreich erfüllt und dabei einen großen Beitrag für die gefährdete Art geleistet. Wenn es ihren Kindern gelingt, großen Raubtieren wie Luchs oder Wolf aus dem Weg zu gehen und Straßen zu meiden, wartet auf sie ein Leben von 7 bis 10 Jahren. Dachse sind stets am Renovieren und Erweitern. Die Meister im Tiefbau können ihre Baue auf über 30 Meter ausdehnen und bis zu 5 Meter tief graben. In lockerem Boden schaffen sie es mühelos, mehrere Kubikmeter Erde zu bewegen und ganze Hügellandschaften zu gestalten. Der Umbau dient auch dazu, die Höhle sauber zu halten. Denn Dachse sind ausgesprochen reinliche Tiere. Sie legen sogar eigene Toiletten außerhalb des Baus an. Solche Bauanlagen werden oft über viele Generationen genutzt. Manche sollen über 100 Jahre alt sein. Allmählich zieht der Herbst in die Dachsreviere. Auch die Mutter hat viel zu tun. Wer so lange schläft, liegt gerne weich. Aus Blättern, Heu und trockenem Moos baut die Dachsfee ein gemütliches Bett. Das zieht sich über Stunden hin. Helfen? Die Jugend begnügt sich mit Zuschauen. Geschafft. Der Herbst ist die Zeit, in der viele Pilze Fruchtkörper bilden, um ihre Sporen zu verbreiten. Auch bei den Bäumen geht es jetzt um die Vermehrung. Auf die Hochsaison einer Pflanze freuen sich alle Tiere des Waldes. Vom Wildschwein bis zum Dachs. Für sie regnet es in sogenannten Mastjahren wie in diesem fettreiche Eicheln im Überfluss. Es ist ein besonderes Ereignis, das nur etwa alle 3 bis 4 Jahre auftritt. Der Fehl kommt das gerade recht. So kurz vor dem Winter benötigt sie jede Kalorie. Früher wurden Schweine zur Eichelmast in den Wald getrieben, um sich satt zu fressen. Dieses Ziel verfolgen aber auch andere Tiere. Denn Eicheln sind wahre Energiebomben. Daher holt sich die Fee so viel sie kann. Anders als Eichhörnchen oder Hamster legen Dachse keine Vorräte an. So entscheidet ihre Speckschicht im Winter letztendlich über Leben und Tod. Die Eichelmast wird im Spätherbst von einem weiteren Spektakel abgelöst.
Wenn die letzten Blätter fallen, beginnt für die Wildschweine eine heiße Phase. Die Paarungszeit oder Rausche. Die Keiler produzieren mit heftigen Kaubewegungen Schaum vor dem Maul und markieren damit Bäume und Sträucher. Die Schaumschläger prüfen immer wieder, ob die Bachen paarungsbereit sind und markieren auch sie mit pheromonbeladenem Speichel. Der Schaum soll Rivalen fernhalten. Treffen aber zwei gleich starke Keiler aufeinander, kommt es zum Kampf. Jetzt bewährt sich, wie gut sie als Jungtiere Rammen geübt haben. Der Zwist ist bald entschieden und der Sieger hat die Weibchen wieder für sich allein. Nun muss er sich erholen, denn ihm stehen noch anstrengende Zeiten bevor. In einer intakten Wildschweinrotte werden fast alle Weibchen gleichzeitig rauschig, also paarungsbereit. Am Dachsbau ist Ruhe eingekehrt. Die kleine Familie hat sich ins gemachte Bett im Souterrain zurückgezogen. Die kommenden Monate werden die Dachse verschlafen und im nächsten Frühjahr wieder zeigen, wie sie wirklich sind. Weder eigenbrötlerisch noch grimmig, sondern schlaue Allesfresser, geschickte Baumeister und soziale Familientiere.